Ich guck mir nochmal vorne den Haupttausch an. Irgendwie muss man da hochherkommen. Ein seltsamer Mann. Erstmal kriegt dieser blöde Bogen. Ihr seid hier nicht erwünscht. Ah. Ja, euch hol ich mir. Komm, hol ich. Komm, komm, los, komm. Ich muss mir die Lage mal von weiter weg. Da oben sind wieder Steine. Was ist denn das jetzt für? Hi. Du Heide! Jetzt wirst du sterben! Arschloch. Tschüss. Ich komme näher! Du kannst dich nicht ewig verstecken! Da! Komm schnell! Lass sie nicht entkommen! Du kannst mir nicht entkommen! Ja, sehr gut. Ah, vielleicht komme ich über dieses riesige Bild da hoch. Das habe ich natürlich jetzt nicht probiert. Oh. Bekämpfen so. Wir sie, aber der andere versucht sie zu umarmen. Was kann Gutes dabei herauskommen, ich wenn unser mal, ich König nicht weiß, was er will? Oh. Aber Wilhelm weiß es, wenn ihr ihm nur zuhören würdet. Wilhelm weiß. Wir sind zu barmherzig mit unseren Feinden. Mit einem Arm bekämpfen wir sie, aber der andere versucht sie zu umarmen. Was kann Gutes dabei herauskommen, wenn unser König nicht weiß, was er will? Aber Wilhelm weiß es, wenn ihr ihm nur zuhören würdet. Genau, und jetzt da hoch und dann von da und aus aufs Fenster. Ach, hab ich das eben ja nicht gesehen. König Richard versprach. Mann. Ich ärgere mich dann immer und immer wieder, wenn ich das nicht sehe, weil ich mache das nicht absichtlich, also gewiss nicht. Deswegen kommen wir auch hier rum die Ecke. Deswegen kommen wir auch hier um. Willst du mich jetzt eigentlich verarschen? Und was bleibt uns? Gräber und Witwen und verwaiste Söhne. König Richard versprach uns ein besseres Wort. Willst du mich eigentlich ärgern? Und einen neuen Anfang, aber er brachte nur den Tod. Ich hasse diese Steuerung. Wieso bin ich da eben rumgekommen und jetzt nicht mehr? Ja. Bleibt uns Gräber und Witwen und verwaiste Söhne. König Richard versprach uns ein besseres Morgen, blühende Landschaften und einen neuen Anfang, aber er brachte nur den Tod. Wir sind zu barmherzig. Alter, so langsam wird man echt gefordert, ne? Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es endlich geschafft. No. Das ist doch ein Gitter. Ja, nein. Das ist das ein Gitter. Das erste Gitter, wenn du kurz vorm Abkratzen bist. Wir haben es geschafft. Endlich. Ich meine, warum machen die ein Einbruchsgitter jetzt hier ganz nach oben hin, aber... Okay. Wir krabbeln immer höher. So, Vogel frei. So. Alter Schwede. Der Typ denkt sich auch nur... Oh Mann, jetzt... Oh. Synchronisieren. Yeah, der höchste Punkt. Also, da gibt's nichts Höheres. Wow, wir sehen die ganze Stadt. Okay, das ist mir wert, einfach mal ein bisschen hier zu gucken. Weil da sieht man mal, wow, wie viele Häuser. Da sehen wir den wunderschönen Hafen. Wo springt der jetzt hin? Alter. Und da sehen wir die Burg, wo wir auch noch hin müssen. Jetzt mal im Ernst, dieser Strohhaufen genießt den Augenblick. Es ist schon Gänsehaut-Feeling, finde ich ein bisschen. Herrlich, also wenn man so vogelfrei fliegt, das ist schon, finde ich, ein bisschen Gänsehaut. Also ich habe mir gerade nicht die Gänsehaut nur ein paar Münzen. Ja, genau. So, geht's dir noch gut? Wir sind schon selber um.
Nein! Jetzt dodge doch mal! Die Rache, Gott! Oh, die Rache! Das ist so ein. Ist hier nichts mehr dabei? Vorbeikam. Noch eine Minute und sie haben mich entführt. Ich schulde euch meine Freiheit, Freunde. Eine Schuld, die ich begleichen werde. Ja, alles klar. Welches Achtung wird ja synchronisiert? Weiter synchronisiert. Und da gibt es eine Befragung. Eine freundliche Auseinandersetzung. Und verwaiste Söhne. König Richard versprach uns ein besseres Morgen, blühende Landschaften und einen neuen Anfang. Aber er brachte nur den Tod. Erhebt euch, Freunde. Lasst euch nicht abschlachten, nur ob der Launen und Anwandlungen eines wankelmütigen Königs. Wir müssen auf Männer vertrauen, deren Gesinnung eisern ist. Auf Männer wie Wilhelm von Montferrat. So was auf die Fresse. Der ist mir so auf den Sack gegangen. Was? Was wollt ihr von mir? Von dir gar nichts. Hi. Hinkommt mit euch, bevor ich die Wachen rufe. Dich verprügeln. Diesen Befragen mit deinem Wort. Geh. Kommt ja auch mal hin. Ihr habt einen argen Fehler begangen. Morgen kommt er. Das ist schon dieser Penner. Halt! Genug! Genug! Was wollt ihr denn? Gold? Ich habe hier etwas Gold. Nehmt es! Nehmt es und verschwindet! Ich bin nicht auf Gold aus. Nur auf eine Auskunft. Ich weiß nichts! Ihr kennt Wilhelm. Sagt mir, wo ich ihn sprechen kann. Das ist unmöglich! Er trifft sich mit dem König! Und wann wird er aufbrechen? Heute, aber das hilft euch nicht. Es wird wieder Streit geben und Wilhelm wird seinen Soldaten die Leviten lesen. So ist es immer. Richard schreit Wilhelm an, Wilhelm schreit seine Männer an. Er wird euch nicht empfangen. Ich sagte, dass ich mit ihm sprechen will. Nicht, dass er mich empfangen soll. Dann sind wir also fertig. Nicht ganz, fürchte ich. Etwas brauche ich noch von euch. Was denn? Euer Leben. Oh ja. Das war sowas von wert. Also. Was mag hier vorgefallen sein? Sehr gut. Haben wir jetzt auch was? Ich bin so froh, dass wir diese Pfeife endlich umgebracht haben. Ich darf leider keine umbringen. Die gehen mir einen unglaublich auf die Nerven, wenn du immer die gleiche Leier hörst. Grausam, grausam. Naja, wir haben es geschafft, wir haben ihn endlich umgebracht. Der Tag kann nur schön werden. Ja. So, und wir machen uns jetzt weiter auf den Weg. Da sehe ich schon den Aussichtspunkt und den gönnen wir uns schon mal. Wir haben uns gerade extra ein paar Messer besorgt. Hier dürft ihr euch nicht aufhalten. Doch, kann ich. Siehst du doch. Ob wir die Palme benutzen können? Gib mir doch ein cool. Es hat funktioniert. Ich dachte nicht, dass wir noch dran kommen. Aber da freue ich mich ja. Die haben aber immer so schöne Vogelhäuser gemacht. Das finde ich so nett von denen. Also oben in diesem Gewölbe oder wie man das nennen mag. Hallo Vogel. Tschüss, Vogel. Da sind wir. Da sind immer so viele Vögel drin. Das ist ein Wunder. Das ist tierliebbar. Muss man denen sagen. Aus Standard und der Prüfung viele sein. Bestet!
So, wir haben hier eine was? Eine Informantenherausforderung, die machen wir. Das sieht nämlich nicht nach Flaggensammeln aus. Jaffa, oh mein Gott! Die Jaffa! Friede sei mit euch, Bruder. Obwohl mir selbst kein Frieden vergönnt ist. Geschieht mir recht, schätze ich. Ich war zu tollkühn und Wilhelm hat seine Bogenschützen entsandt. Ich würde mich ihrer selbst annehmen, aber ich habe nicht euer Geschick. Wäret ihr bereit, sie aufzuspüren und zu töten? Vielleicht kann ich euch von Nutzen sein, falls ihr mir helft. Aber seid vorsichtig und lasst euch nicht sehen. Betet für jene, die ihr Leben für unseren Gott geopfert haben. Eigentlich müssen wir Bogenschützen eliminieren. Jeder muss das Seinige tun. Meine Familie ist sterbte in Sanda. Könntet ihr einfach nichts entbehren? Schande über Saladin! Schande über dein ganzes Volk! Wir kamen in Frieden in das heilige Land, um die Botschaft unseres Herrn zu verbreiten. Doch sie wendeten sich ab! Weigerten sich, ihn als ihren Erlöser zu erkennen! Diese Männer führen das Böse! Dreh dich um! Und so steht Richard, unser König und Retter, gegen unsere Feinde auf! Und beschützt uns vor ihrer Abwehr! Assassine! Ach, das ist wunderbar. Gehst du zur Scheißleiter mal runter? Geh weg. Bestellt euren Acker. Helft den Verwundeten. Betet für jene, die ihr Leben für unseren Gott geopfert haben. Ich bitte euch doch nur mein Gott, seine muss das Beinige tun. Bleibt stark, Bürger. Tötet ihn! Möge der Weg auch steinig und der Prüfung viele Verdammt, wo bist du nur? Ich weiß, dass du hier bist. Das ist wahrscheinlich die knappeste Sache, die wir hatten bis jetzt. Tötet ihn! Ein Assassine! Tötet ihn! Haltet ihn auf! Blöder! Flieg! Okay, ich werfe nächstes Mal ein Messer. Ab drei Messer noch, drei Ziele, ich werfe das. Ich finde das immer so doof, teilweise. Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Mama! Meine Familie ist sterbenskrank. Könntet ihr ein paar Münzen entbehren? Nein, bitte geht nicht einfach! Kommt, bitte! Ich freue mich so, wenn man im zweiten Teil Geld wieder hat. Ich habe Hunger, nur ein paar Münzen! Ich war klar, ein bisschen spoilern, aber... Ein Assassin! Ein Assassin! Was ist geschehen? Komm! Komm! Wer hat gesehen, was hier passiert ist? Ich schwör's dir, sobald ich um die Ecke gehe, kommt der hier nach vorne. So. Und da oben ist der letzte. Geh weg! Redface, geh weg. Geh weg. Keiner mag dich.